zusammen. Wie ihr seht, bin ich beim Ackern. Der erste Schnitt, den haben wir ja letzte Woche weggetan. Und wir haben uns entschlossen, einen Versuch zu machen. Und zwar möchte ich dieses Jahr mal Silomais bauen. Wir haben ja in den 80er Jahren mit dem Silomais aufgehört. Oder der Vater hat aufgehört. Ja, damals waren natürlich auch die Sorten waren vielleicht auch nicht entsprechend und das Klima war auch noch ein bisschen rauer wie jetzt. Und hat es herkömmlich gemacht, einfach eine Winterfurche und dann einen Mais reinbaut und hatte halt da auch entsprechende Probleme mit dem Unkraut. So, und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einmal wieder. Und zwar nicht mit der Winterfurche, sondern hier nach dem ersten Schnitt. Und einfach weil der Boden wärmer ist. Und dadurch hoffentlich der Mais einfach einen Vorsprung gegenüber vom Unkraut hat und ich weniger Unkrautprobleme habe. Reiße also hier den Acker im Winkel um, den wo wir ja, letztes Jahr so ein bisschen nochmal den Sorghum drauf gehabt haben mit der Direktsäemaschine. Ja, war eigentlich ein sehr schöner Bestand, fast zu schade zum Umreißen. Und schon wieder eine Spur durch. Aber wie es halt immer ist, gell? Dann ziehst du den Flug raus und musst ihn gleich mal reparieren. Und der Verschleiß, der Verschleiß. Haben wir noch ein bisschen was gespeist und repariert, aber jetzt geht er wieder. Das ist halt auch nicht mehr der Jüngste. So. Boden ist halt gut saftig noch. Also der lässt sich natürlich da auch schön pflügen, ohne dass es schmiert. Also trocken haben wir nicht. Aber er ist ganz schön hart zum Pflügen. Letztes Jahr hatten wir ja da im Frühjahr den Wickhocken drauf. Und danach mit der Direktsäemaschine vom Seiwald Hans das Kleegras baut. Mit dem Sorghum. Hat er grundsätzlich ganz gut hingehört. Aber scheinbar ist der Boden ganz schön verdichtet. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, der Bullock muss sich ganz schön blank. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum nimmst du dann nicht einen neuen 6M? Ja, ich habe ehrlich gesagt mit dem Gedanken gespielt, aber der Flug steht da unten in der Halle und den hätte ich mit dem 6M nicht rausgebracht. Also, der war irgendwo mit den Spiegel irgendwo hängen geblieben und dann hätte ich mich geärgert und das bringt es nicht. Und darum habe ich ihn eh schon am 6er gehabt. Und dann ist er natürlich auch auf den 6er eingestellt, bewährtes Gespann. Und warum soll ich jetzt einmal umhängen? Ich meine, der Bulldog läuft genauso gut, er ist vielleicht ein bisschen lauter und ich habe keine Klimaanlage und nicht so gutes Radio, aber ich schicke ihn deswegen jetzt nicht aufs alten Teil. Ist ja immer noch ein bäriger Bulldog. So, nächste Spur und umdrehen. Der Thomas ist beim Mistfahren, weil der Mais braucht der Phosphor und im Mist ist mehr Phosphor drin, der Gülle mehr Kali. Dann haben wir jetzt da eine Ladung Mist drauf und dann gibt es Maisland. Flug läuft super, macht ein wenig vor. Gott ist Sonne. So, und ich bin oben. Da macht doch auch ein schönes Streubild, der Strautmann-Streuer. Aber ich glaube, wir haben zu wenig Mist. Der gelangt nie. Wenn wir den Rest Gülle fahren. Okay. Das ist ein Rotmilan.
Davon gibt es bei uns einen ganzen Haufen. Ich bin weiter beim Ackern. Thomas ist fertig mit dem Mistfahren. Beziehungsweise der Mist ist uns ausgegangen. Das letzte Ecker kriegt halt ein Kornmist. Da müssen wir dann sowieso mit der Gülle drüber gehen. Bei mir läuft es gut. Wenn ich hier unter der Flug ärgert beim Umdrehen, aber macht schon. Schaut da schon ganz gut aus. Das Eck muss ich noch pflügen. Das habe ich gepflügt. Also, läuft. Kann man nichts sagen. Schaut doch jetzt ganz ordentlich aus. Ich glaube, da kann man schon damit arbeiten. Zum Schluss noch habe ich meinen Flug nur ein bisschen geärgert, aber so ist das Leben. Das Tastrad kaputt gegangen. Dann habe ich das Tastrad hochgebunden und habe ohne Tastrad gefahren. Aber es hat ganz gut hingehauen, also schaut gut aus. Und ja, jetzt werden wir das mit der Kreislecke einmal eben machen und schauen, dass wir nächste Woche den Mais reinbringen. Da ist es. Passt schon. Schauen wir mal nach, ob es passt, oder? Ja, schaut nicht schlecht aus. Oh, jetzt auch. Oh, schwarz. Ich muss mal ziemlich genau schauen. Das sind halt jetzt zu vier. So, jetzt ist es soweit. Wir stehen ja hier im Winkel herunten auf meinem Acker. Das, was ich letzte Woche geackert habe, das haben wir am Samstag haben wir den Acker mit der Kreislecke durchgefahren, damit der schon mal ganz ordentlich ist. Man merkt da schon wirklich, wie da das Unkraut anfängt aufzulaufen. Man sieht also viel so Wurzelfäden und so. Ja, und jetzt ist der Nachbar da mit seinem Fendt, Vario, und baut den Mais. Also wir sehen hier von der DSV-Saaten einen Likit Öko. Der hat eine 180er Reifezahl und versuchsmäßig auch ein bisschen ein Crosby, aber bloß jede vierte Reihe. Das ist ein 210er. Einfach mal schauen, wie es jetzt von den Reifezahlen her ausschaut, weil ihr wisst, ich muss da immer ein bisschen was ausprobieren, ob das dann auch wirklich so ist, wie man sagt. Ja, und mangels Technik habe ich, wie gesagt, einen Nachbarn engagiert. Der ist jetzt da mit seinem Fendt da, Frontpacker, Kreiselecke, Sämaschine und seht mir den Mais. Das GPS gesteuert, sodass die Reihen schön gerade sind, dass man das gut hacken kann, weil wir müssen uns ja um die Unkrautbekämpfung auch unsere Gedanken machen. Also striegeln und hacken wird Pflicht sein. Dann fahre ich mal heim und hänge die Walze an, weil wir werden das natürlich walzen, dass der Mais schnell auflaufen kann, einen guten Bodenschluss hat und dass wir dann beim Hacken und Striegeln eben gut arbeiten können. Genug Feinerde da ist zum Verschütten von irgendwelchen Unkräutern. Wenn wir hier haben. Wunderbar. Der Acker ist fertig gesät. Macht sich schon gut hier mit GPS gesät. Die Reihen schön gerade. Da kann man dann auch wunderbar hacken. Ich habe bloß festgestellt, ich habe gar nicht mehr den richtigen Bulldog zum Hacken.
beziehungsweise muss meinen alten 1120er rausziehen zum Hacken, weil alle anderen Bulldogs passen von der Spurweite nicht. Aber dann kommt er auch mal wieder zum Einsatz. Aber wenn ihr mal schaut, so ganz schön ist das Wetter auch nicht. Da kannst du schon mal so ein berüchtigter Heuspritzer zusammenbrauen. Schlecht für das Heu, wo wir gemäht haben, aber war natürlich für den Acker schon super. Da kannst du gleich noch mal ein bisschen einwaschen. Wäre schon nicht verkehrt. Jetzt auch die eine Spur vorgewendet noch und dann kann ich mit Weizen anfangen. Habe ich meinen 5er vom Mischwagen abgehängt. Der darf halt an die Walze, weil der 6er hängt ja noch am Kreiselheuer und der 6er immer an den Mähwerken, weil wir morgen noch mal ein bisschen weiter machen. Darf er mal wieder ins Feld, da freut er sich auch. Ich bin beim Walzen. Ja, ein schöner Acker, wird schön eben. Und Rückverfestigung mit dem Packer passt auch. Also es sinkt nicht so stark ein. Und er ist jetzt gerade mal so mit 10 km/h, 11 km/h unterwegs. Und drückt mal das Saatgut an. Da sieht man schön den Unterschied zwischen gewalzt und ungewalzt, dass es einfach noch mal ein bisschen ebener ist, ein bisschen feiner ist. Saatkörnel, die Maiskörnel werden gut angedruckt und können einfach schneller wegwachsen. Und beim Striegeln zieht man nicht die Erdbluten raus, sondern hat ein bisschen Feinerde, wo der Striegel schön arbeiten kann. Der Acker ist fertig, jetzt kann er wachsen, der Mais. Und ich hoffe, dass mein Versuch auch gut wird. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.